Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal für ein neues Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Falls ihr neu seid, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hergefunden habt. Ich bin ein bisschen erkältet, also wenn ihr das hört, meine Stimme hört sich etwas nasal an. I'm sorry, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, dieses Video zu machen, denn Black Friday steht vor der Tür. Das heißt, die ganzen großen Sales gehen los. Und ich möchte euch einfach ein paar Sachen empfehlen, von denen ich denke, dass es sich wirklich lohnt, in dieser Zeit die sich zuzulegen. Und ich könnte euch natürlich tausend von Dingen empfehlen, aber ich habe mich so ein bisschen reduziert auf die Dinge, die, von denen ich hundertprozentig überzeugt bin und die ich super gut finde und ständig nutze und die aber definitiv sehr, sehr teuer sind. Also wo es halt einfach geil ist, wenn man wirklich einen Batzen sparen kann, wenn man die kauft. Und ja, let's go. So, was ich euch jetzt allererstes empfehlen würde, wird jetzt hier niemanden wundern, der mich schon länger schaut. Basically alles von Drunk Elephant. Wie ihr wisst, ist das meine Hautpflegemarke, die ich benutze immer und immer. Ich benutze nichts anderes und die Sachen sind wirklich schweineteuer. Absolut gar keine Frage. Sie sind es absolut wert. Ich habe sie mir lange von meinem eigenen Geld gekauft. Mittlerweile habe ich eine Kooperation mit Drunk Elephant, worüber ich sehr, sehr glücklich und sehr dankbar bin. Und ich zeige euch einfach nochmal kurz so meine absoluten Favorite-Produkte, die ich wirklich jeden Tag nutze und die ich absolut liebe und die für mich einfach einen großen Unterschied gemacht haben für meine Haut. Und zwar, tagsüber benutze ich immer die Proteini Polypeptide Cream, liebe ich über alles. Auch immer noch ein bisschen F-Balm dazu, das ist so eine Feuchtigkeitsmaske, die man auch alleine tragen kann, zum Beispiel über Nacht, aber ich mische die immer mit rein, gerade jetzt im Winter. Super, super schön und gibt einfach nochmal so eine richtig extra Portion Feuchtigkeit. Dann außerdem den Umbra Tint Physical Daily Defense, Lichtschutzfaktor Sonnenschutz mit SPF 30. Der hat so ein bisschen, kleines bisschen Farbe, der ist nicht komplett weiß. Und ein anderes Produkt, was ich nachordern muss, weil es gerade leider leer gegangen ist, ist das Be Hydra Serum. Auch das liebe ich über alles. Ist auch nochmal extra für Feuchtigkeit. Besonders gut, wenn man zu öliger Haut neigt. Und ja, das sind so meine absoluten Favorites für tagsüber. Und abends benutze ich unheimlich gerne die Lala Retro. Die ist noch ein bisschen reichhaltiger. Außerdem auch immer nochmal den F-Balm. Also den nutze ich wirklich ständig. Und je nachdem, wie meine Hautstruktur gerade ist, benutze ich auch ganz, ganz oft das TSE von Bose. Glycolic Night Serum, das ist eben super gut für Textur. Auch wenn ich Unreinheiten habe, mache ich so ein kleines bisschen Spot-Treatment da drauf. Und das ist einfach ein chemisches Peeling, was die Hautoberfläche sehr, sehr schön weich und glatt und ebenmäßig wieder macht. Und das sind meine absoluten Favorites. Ich habe noch mehr von Drunk Elephant. Ich benutze auch noch mehr, aber das sind so wirklich die für mich gängigsten Produkte. Dann, wo es sich auch absolut lohnt zu sparen, ist bei Pinseln. Und das ist einfach immer eine gute Investition, wenn man sich gute Pinsel kauft, die gut pflegt und ein bisschen Acht auf die gibt, hat man die einfach super, super lange. Und es macht einfach einen riesen Unterschied von der Make-up-Applikation, mit welchen Tools man arbeitet, also mit welchen Pinseln. Und zwei meiner absoluten Favorites sind von Jaxx Beauty Line. Einmal der Nummer 12 und der Nummer 9. Das hier ist eigentlich für Mineralpuder, also ein Puderpinsel. Ich nehme den auch gerne für Puder, ich nehme ihn aber auch super gerne für Foundation. Er ist super weich gebunden und macht einfach wirklich so einen Airbrush-Look. Gerade wenn man Foundation damit aufträgt, Flüssig-Foundation, Creme-Foundation, aber eben auch Puder. Also wirklich ein ganz, ganz toller Pinsel, den ich sehr, sehr häufig nutze. Und ihr kennt den Nummer 9, ist mein Lieblings-Concealer-Pinsel. Damit kann man einfach Concealer perfekt ausblenden und auftragen. Sieht auch wirklich flawless und ebenmäßig aus und die beiden sind meine absoluten Favoriten. Die anderen finde ich auch sehr, sehr gut. Absolute Liebe für die Jaxx Beauty Line Pinsel, aber das hier sind meine zwei Favoriten, deswegen wollte ich die nochmal hervorheben. Dann, wenn ihr es kriegen könnt, ich weiß, es war eine ganze Weile ausverkauft, ist das L'Oreal Glass Powder. Ich liebe es so sehr, ich benutze es so gerne. Es ist wirklich der Filter im Real Life. So pornverfeinernd, so mattierend, richtig, richtig toll, dieses Puder. Und ich liebe es abgöttisch. Es war eine Zeit lang, wo ich ausverkauft. Ich weiß nicht, wie der Stand jetzt gerade ist, aber es gibt es bei Flaconi, bei Niche Beauty etc. Und ihr habt mich schon so oft davon schwärmen hören. Es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Puder. Ein wirklich besonderes Puder. So verfeinernd, so hautbildperfektionierend. Also, wenn ihr es kriegen könnt, auch das ist sehr, sehr teuer. Ich glaube, es kostet um die 50 Euro und dann mit Rabatt wäre natürlich bombastisch. Eventuell kaufe ich mir noch ein Backup davon. Dann eine Empfehlung und etwas, was ich mir kaufen werde während dem Sale. Einmal meine Empfehlung ist von Hourglass, die Ambient Lighting Palette Volume 2. Und ist eine meiner absoluten Favoriten. So, so wunderschön. Das ist ein super schönes Puder zum Setten fürs ganze Gesicht. Die beiden mische ich unheimlich gerne so zum Bronzen. Und auch den Ton, den dunkelsten, liebe ich. Zum Beispiel einfach in der Lidfalte für tagsüber als Lidschatten. Sieht super, super schön aus. Die Hourglass Puder sind wirklich ganz, ganz besonders super. Super fein, super glow from within look. Also es ist ein ganz, ganz besonderer Puder wirklich. Und es kommt jedes Jahr von Hourglass, kommen diese limitierten Paletten raus. Und die haben jetzt auch wieder zwei rausgebracht. Und die kosten auch, glaube ich, 80 Euro oder so. Also es ist immer so, why? Aber gerade da lohnt es sich natürlich, so einen Sale zu nutzen. Und ich denke, ich werde mir beide neuen Paletten kaufen. Und zwar einmal die Ambient Lighting Added Universe Unlocked Palette. Die sieht so schön aus, hat zwei Blushes, einen Puder und zwei Bronzer. Mega. Ich habe ja auch schon eine limitierte Palette von Hourglass. Wie hieß die denn nochmal?
Ich weiß es leider nicht, aber die habe ich zum Beispiel in meinem Make-up-Kit und ich habe so viel Nutzen aus der. Ich benutze die immer, wenn ich jemanden schminke und es sieht so schön aus, wirklich. Gerade auch so zum Schluss nochmal, damit einfach alle Puder so ein bisschen mischen und damit nochmal übers Gesicht gehen. Es gibt einfach so einen tollen Look, wenn man alles nochmal so ein bisschen verblendet miteinander und alles ineinander übergeht und die Haut einfach so richtig von innen strahlt. Das ist wirklich pornös. Und dann gibt es auch noch hier eine zweite Version. Auch hier ist es ein Puder, zwei Blushes, ein Bronzer und noch ein Highlighter drin, so wie ich das verstanden habe. Und ich finde die halt beide einfach mega cool. Also ich glaube, ich könnte mich zwischen den beiden einfach nicht entscheiden und deswegen werde ich wahrscheinlich beide kaufen. Bei Hourglass muss ich wirklich sagen, da hat man was von diesen Paletten. Die sind schweineteuer, aber sie sind wirklich, wirklich gut und so universell einsetzbar und ich nutze die so viel für mich selber an meinen Kunden. Also ist einfach eine ganz große Empfehlung von mir, die sich wirklich lohnt. Dann habe ich überlegt wegen Foundation, ob ich euch da irgendwas empfehlen würde und tatsächlich gibt es eine für mich, die ich absolut empfehle, weil auch die ist teuer und ist aber eine für mich, die ich so sehr liebe und wo ich mich immer drauf verlassen kann, die immer gut aussieht, die einfach super bombastisch gut hält und das ist die NARS Soft Matte Complete Foundation. Ich habe die Farbe Medium 1 Punjab und ich trage die so oft, auch manchmal gemischt mit anderen Produkten, je nachdem wie ich das Finish haben möchte, weil es ist schon eine Full Coverage Foundation, sie ist sehr mattierend, einfach super für ölige Haut, für Mischhaut, aber eben auch gemischt, je nachdem was man möchte mit anderen Foundations. Ich mische die zum Beispiel manchmal mit der CC Cream von Cass. Und das ist eine Foundation, die würde ich immer nachkaufen. Das ist so ein All-Time-Favorite, ein absoluter Go-To. Und deswegen würde ich die auch empfehlen, tatsächlich die sich im Sale zu kaufen. Dann muss ich mal kurz ein paar Haarsachen hier in den Mix werfen. Und zwar habe ich mir die vor einiger Zeit wieder gekauft. Ich hatte die schon mal. Und zwar sind das hier die Produkte von Living Proof. Auch wieder so eine Marke, relativ high-end, auch teurer. Also ich glaube 25, 27 Euro kostet so eine Flasche hier, was ja für Haarprodukte auch teuer ist. Ne? Man kann ja überall immer sehr viel Geld ausgeben, egal in welcher Kategorie. Und das ist einmal das Perfect Hair Day Advanced Clean Dry Shampoo, also ein Trockenshampoo. Und es funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Ich benutze es eigentlich fast jeden Tag. So kann ich wirklich meine Haare teilweise einmal in der Woche waschen. Wenn es gut läuft, manchmal zweimal, ein bis zweimal in der Woche wasche ich meine Haare. Und das schaffe ich eben mit dem super gut und es riecht halt einfach mega geil. Also es tut, was es soll, es saugt das Fett aus den Haaren und alles sieht ein bisschen sauberer und cleaner aus. Und es riecht halt einfach mega, mega gut. Und das ist so für mich eigentlich so der Main Selling Point. Also die Produkte sind nicht nur einfach von der Performance super gut, sondern auch einfach vom Geruch her. Mich hat neulich jemand gefragt, da hatte ich wirklich nur dieses Trockenshampoo und das andere hier in meinen Haaren und hatte so meine Haare sogar hochgemacht und er hat so an mir gerochen und meinte so, hast geduscht? Und ich so, ja, aber ich habe nicht meine Haare gewaschen. Und es hat aber so gerochen, als hätte ich meine Haare gewaschen. Now you know. Deswegen eben auch hier das Full Dry Volume Blast. Auch das riecht so gut. Das ist einfach ein Texturizing Spray und funktioniert einfach einmal super gut. Es gibt den Haaren wirklich Textur, Griffigkeit. Ich habe zum Beispiel meine Haare frisch gewaschen und die sind trotzdem super texturiert. Und es gibt halt super schön viel Volumen und riecht halt einfach. Es riecht so geil, wirklich. Und mit Geruch bin ich super picky, das habe ich auch schon ganz oft gesagt. Also für mich müssen Sachen immer gut riechen, wenn die irgendwie permanent an mir sind, wie in den Haaren oder Parfüm oder Bodylotions oder was weiß ich. Da bin ich wirklich sehr, sehr eigen und die Sachen riechen extrem geil. Frisch, geil, lecker, besonders frisch. Dann, wo es sich meiner Meinung nach auch wirklich lohnt, einen Sale zu nutzen, sind Charlotte Tilbury-Produkte und besonders die Lippenstifte, weil ich meine, Charlotte Tilbury ist eine sehr teure Marke, gar keine Frage. Und die Sachen sind aber wirklich mega gut. Also ich bin wirklich überzeugt von der Marke. Ich habe bis jetzt irgendwie wenig gehabt, was mich... Hat mich jemals irgendwas enttäuscht von der Marke? Kann ich mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Und ich finde eben gerade die Lippenstifte super toll. Ich liebe Pillow Talk. All-time favorite, aber auch die Lip Liner liebe ich über alles. Und ja, gerade bei den Lippenstiften, ne, die kosten auch, was kosten die? 30 Euro? Bestimmt. Vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht genau. Und einfach mal für euch so zwei meiner absoluten Lieblingsfarben ist einmal Runway Royalty. Ich kann das mal nicht aussprechen. Natürlich auch Pillow Talk, den habe ich in meinem Make-up-Kit. Und hier Catwalking sind einfach super schöne, auch Herbstfarben, super schöne Nudes. Einer ein bisschen rosiger, der andere ein bisschen mehr in die beige-bräunliche Richtung. Und auch Nude Kate ist eine super schöne Farbe. Und ja, Charlotte Tilbury Lippenstifte von den Farben sind einfach super schön, von der Qualität. Also es sind ganz luxuriöse Lippenprodukte, die meiner Meinung nach aber auch wirklich ihr Geld wert sind. Und umso besser man kann sparen, ne? Dann noch ein Produkt, wo es sich auch absolut lohnt. Tweezerman Pro Curl, meine liebste Wimpernzange. Auch die ist teuer für eine Wimpernzange. Die kostet, glaube ich, auch 30 Euro. Und ich weiß, es gibt sehr viele günstigere Wimpernzangen, aber ich finde die einfach, das ist einfach die beste. Ich bin so zufrieden mit der. Ich habe die in meinem Make-up-Kit, ich habe die für mich selber und die funktioniert einfach einwandfrei. Die biegt die Wimpern perfekt hoch, hält den Schwung und durch ihre Form passt sie auch wirklich an jede Augenform ran. Und die ist halt extra so gemacht und es ist einfach...
die beste. Dann noch eine ganz persönliche Empfehlung von mir. Ich friere immer so doll im Winter. Also wirklich, ich bin die größte Frostbeule, die man sich vorstellen kann. Und ich habe einfach noch nie, kann man wirklich sagen, noch nie oder viel zu selten eine wirklich gescheite Winterjacke. Also ich hatte immer Winterjacken, ja klar, aber oft auch so von Zara und die sehen immer alle ganz schön aus, ja, aber so wirklich warm halten tun die halt auch nur bis zu einem bestimmten Grad und dann ist vorbei, ne? Also wenn der richtige Winter kommt, kann man die eigentlich vergessen. Und deswegen dachte ich so, hey, ich muss endlich mal eine gescheite Winterjacke investieren. Ich war dann immer so, boah, also 300, 400 Euro ausgeben für eine Jacke, war ich immer so, nee. Also irgendwie war ich dafür tatsächlich immer zu geizig und es ist einfach so dumm, weil ich dann immer durch den Winter laufe und friere. Also es lohnt sich einfach nicht, da Geld zu sparen an dieser Stelle. Aber wenn man sparen kann in diesem Thema, dann sollte man es definitiv am Black Friday machen. Und zum Beispiel einfach hier mal sich eine richtig gute Jacke zulegen, wie eine von North Face. The North Face hat absolut geile Winterjacken, die richtig dick und fett gefüttert sind und wo man wirklich nicht mit friert. Also ich würde euch empfehlen, euer Geld zu investieren und euch eine gescheite Winterjacke zu kaufen. Ich habe es jetzt auch endlich gemacht. Und die finde ich zum Beispiel super cool. Das ist so eine Downjacke, die ist richtig schön gepuffert und hat auch eine coole Farbe, finde ich, in diesem Rosé, kann man sagen. Das ist so ein Faded Rose, heißt die Farbe, glaube ich. Und aber hier würde ich definitiv sagen, investiert in sowas. Ja. Eine weitere Beauty-Empfehlung von mir wäre absolut hier von Laneige, die Lip Sleeping Mask in Vanilla. Ich liebe die so sehr. Ich mache die morgens drauf, mittags drauf, abends, obwohl sie eigentlich eher für abends und über Nacht ist. Aber es ist die beste Lippenpflege, die ich jemals hatte. Die riecht fantastisch und lecker. Und ich habe die auch meiner Mama mal geschenkt. Die ist auch total überzeugt davon und liebt die. Also hier würde es sich auch definitiv lohnen, die im Sale zu kaufen. Man hat die auch ewig. Die ist so ergiebig. Also ich weiß nicht, wie lange ich die schon habe und die ist nicht mal halb leer. Also super geiles Ding. Lohnt sich. Und außerdem lohnt es sich, so ein bisschen vorausschauend zu planen. Mache ich auch meistens nicht. Ich kaufe immer nur die Dinge, die ich jetzt gerade brauche und denke immer nicht daran, zum Beispiel schon mal was für den Sommer zu kaufen oder so, wenn gerade Sale ist. Also es ist bei mir immer ganz schlimm. Aber ich habe angefangen damit und es wird besser. Und zum Beispiel auch mal darüber nachzudenken, sich eine Sonnenbrille zu kaufen während diesem wunderschönen Winter. Ich werde immer noch so oft nach dieser Sonnenbrille hier gefragt. Das ist die Ray-Ban Round Metal und das ist ein absoluter Klassiker. Ich habe mir die jetzt einmal nachgekauft, weil meine kaputt gegangen ist. Jemand hat sich draufgesetzt. Und es ist eine, ich finde, eine der schönsten Sonnenbrillen ever. Absoluter Klassiker, wie gesagt. Und hier würde es sich auch lohnen, den Rabatt zu nutzen einfach. Weil der nächste Sommer kommt auf jeden Fall und die Dinger sind auch gut teuer. Also ich glaube mittlerweile 90 Euro oder 120, keine Ahnung. Also auf jeden Fall nicht günstig. Und auch hier würde es sich lohnen, den Rabatt zu nutzen. Dann auch eine riesen Empfehlung. Und da kriegt ihr noch einen richtig coolen Rabattcode von mir am 26.11. Vorher leider nicht. Aber ihr könnt es euch schon mal aufschreiben oder vermerken oder irgendwas. Und zwar der Saphira-Schmuck. Ich arbeite mit Saphira schon seit langem zusammen und ich liebe einfach die Sachen von Saphira. Meine beiden Ketten sind von Saphira. Diese Ohrringe hier sind von Saphira. Ich liebe die auch über alles. Ich zoome euch mal ran. Die Ohrringe hier sind alle von Saphira und auch meine Ringe. Und die haben einfach geile Sachen. Und es wird einen richtig coolen Sale geben. Ich glaube, die haben sowieso schon 30% off und ihr kriegt mit meinem Code dann nochmal 10% extra, sodass irgendwie, dass ihr 40% sparen könnt tatsächlich bei Saphira. Und ja, also ich kann nicht genug kriegen von diesen Sachen. Und ich werde euch auf jeden Fall auf Instagram natürlich darüber informieren, was genau dann da stattfindet. Ich werde das alles nochmal posten, meinen Code und so weiter. Aber das könnt ihr euch schon mal vormerken, weil ich finde Saphira lohnt sich immer. Und natürlich wird es auch von Cass Berlin einen Black Friday Deal geben von mir mit meinem Code und meinem speziellen. Auch darüber werde ich euch natürlich rechtzeitig informieren. Da würde ich euch natürlich auch so gut wie alles eigentlich empfehlen. Aber da ich dazu speziell auf Instagram nochmal was machen werde, habe ich das jetzt hier weggelassen. So, meine Lieben, ich hoffe wirklich sehr, dieses Video hat euch weitergeholfen und euch eventuell ein paar Anregungen gegeben, wo ihr investieren könntet diesen Black Friday. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen und beim Sparen vor allem. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht mehr auf Instagram zu folgen für den Saphira-Code und für den Cass-Code und für alles andere. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.